sie an meinem wirklich äußerst interessanten Leben teilhaben lassen. Neulich war ich nicht mal wieder mit ihm draußen und ja, ich liebe es ja wirklich zu spazieren, zu flanieren, zu stolzieren. Und man soll ja sowieso sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit an der frischen Luft verbringen, denn Bewegung tut uns schließlich allen gut. Und so spazierten wir glückseligst die Straße entlang bei strahlendem Sonnenschein und klirrender Kette, als ich mal wieder angesprochen wurde. Ich kann ja mit meinem allgemeinen Bekanntheitsgrad mittlerweile wirklich sehr gut umgehen. Und so bleibe ich immer freundlich und hilfsbereit. Mei, was Sie da für ein schöner Kerl haben. Sauber, Sorki. Oh ja, vielen Dank. Also, richtig greislich finde ich ihn ja auch nicht. Aber so eine Ansprache, hat man sowas schon erlebt? Aber die Menschen heute sind ja wirklich über jede Art der Konversation sehr, sehr, sehr dankbar. Fehlt sie ja wirklich an Ecken und Enden? Also bleibe ich immer recht freundlich und sehe über diese Unmöglichkeit wirklich einfach hinweg. Mei, und was für eine wunderbare Zeichnung der im Gesicht hat. Schön. Aha, ja, ganz wundervoll. Also seine Linien und Falten ziehen ja wirklich ganze Gräben durch sein Gesicht. Aber ergibt es wirklich eine Zeichnung? Ich sollte mir das mal wirklich ganz genau ansehen. So hatte ich das ja noch gar nicht betrachtet. Folgt er denn gut? Es so zu bezeichnen, finde ich ja doch eigenartig. Aber sei's drum. Ja, meist schon. Mei, war es schon schwer, ihm zu erziehen, ha? Ja, was glaubt denn der? Natürlich war es sehr schwierig, ihn so zu ziehen, wie man ihn haben möchte. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und je älter sie werden, desto schwieriger wird doch die ganze Geschichte auch nochmal. Aber ich bleibe natürlich recht freundlich und antworte. Einfach ist anders. Ich sag ja immer, solange sie's rentiert und er niemand belästigt, ist alles gut. Ja! Halt, stopp. Was hatte er gerade gesagt? Was meinte er denn mit belästigt? Sexuell sollte er auf jeden Fall sehr ausgeglichen sein und intellektuell ja sowieso. Glaube ich, meine ich, nehme ich an. Denke ich. Oh, muss ich mir Gedanken machen? Oh je, sieht er eigentlich irgendwie unausgelastet aus? Sagen Sie mal, wie lange haben Sie den schon? Ach, wir gehen jetzt schon 7 lange gemeinsame Jahre durchs Leben. Also der steht Erna ausgezeichnet. Ganz schön. Als Accessoire hatte ich ihn ja bis dato noch gar nicht betrachtet. Ja, danke schön. Das hat bis dato ja noch nie jemand zu mir gesagt. Wollen Sie Erna nur einen zweiten holen? Was? Wieso? Nein, auf gar keinen Fall. Um Gottes Willen, haben Sie denn eine Ahnung, wie viel Arbeit der eine schon macht? Da werde ich mir ja noch nicht auf gar keinen Fall einen zweiten ans Bein binden. Also was denken denn die Leute heutzutage? So eine indiskrete Frage und ich kenne diesen Mann überhaupt gar nicht. Sagen Sie mal, wie alt wird er denn? Ich weiß doch nicht, wie alt er wird. Merkwürdig. Also im Durchschnitt wird der Mann 78,9 Jahre und die Frau 83,6 Jahre alt. Oh mein Gott, da haben Sie mich ja total missverstanden. Ich rede doch nicht von Erna Mo. Ich rede doch von Erna Hund. Ja.
an. Je größer der Dachschaden, desto besser der Blick in die Sterne.